unsere Slipwinde stammt aus einem Kran der Firma Stülken in Hamburg und den haben wir für billiges Geld erwerben können von der Firma Blum und Voss. Blum und Voss hat damals die Stülkenwerk erworben und dabei fiel diese Kranwinde ab. Und wir haben sie für billiges Geld kaufen können und sie für unsere Zwecke zubereitet. Die Trommel war 3 Meter lang, die Trommel wurde gekürzt auf 1 Meter und alles andere zugeschnitten für unseren Bedarf. Die Winde hat ein Getriebe, das ist ein Aufsteckgetriebe der Firma Sava mit angebautem Elektromotor. Der Elektromotor ist ein Schleifringläufer, der sich für Kranbetriebe im Stückbetrieb besonders gut eignet und für unsere Zwecke beinahe ideal ist. Und die Winde hat eine Trommel, auf der sind etwa 220 Meter Draht aufgespult von 13 mm Durchmesser. Was kann ich noch sagen? Ja, das ist ein sogenanntes Aufsteckgetriebe. Das heißt, das Getriebe wird auf die Trommelachse raufgesteckt, hat eine Übersetzung, dass die Drehzahl von 1450, die der Motor hat, reduziert wird auf 50 bzw. 20 Umdrehungen in der Minute. Könntest du es bitte mal zeigen, wo befindet sich das Stück? Das Getriebe befindet sich hier rechts. Und auf der Achse des Motors ist gleich in der Verlängerung die automatische Bremse angebracht. Die automatische Bremse deswegen automatisch, weil sie bei jedem Stillstand des Motors automatisch angezogen wird. Dazu ist ein extra Gerät, ein sogenannter Motordrücker, erforderlich, der jedes Mal, wenn der Motor keinen Strom kriegt, zugeht. Und zur Sicherheit ist nötig, dass die Bremse eine gewisse Sicherheit hat. Die Sicherheit ist so, dass der Bremslüfter die letzten 5 mm nicht runtergeht. Der Schleifringläufer hat 4 Laststufen, keine Schaltstufen wie ein Getriebe, Laststufen. Das heißt, es kommt verschiedene Kraft an das Seil ran. Und die größte Kraft, die habe ich bei der letzten Stellung. Und ein Schleifringläufer muss immer durchgeschaltet werden bis zur letzten Stellung, sonst glüht der Widerstand durch. Das heißt, man darf die Stellung nicht überstrapazieren. Der Motor kriegt nicht die volle Spannung vom Netz, weil er sonst die Sicherung dauernd durchschlagen würde. Deswegen haben wir den Motor hinter einen Transformator gesetzt und der Transformator sorgt dafür, dass der Motor nicht die 380 Volt bekommt pro Wicklung, sondern nur 220 Volt. Dadurch ist die Leistung des Motors ganz auf ein Drittel herabgesetzt und hat nur noch 7,6 Kilowatt. Die reichen für unseren Slipbetrieb vollkommen aus und der Vorteil ist dabei, dass nicht dauernd Sicherung durchgeht. Vor allen Dingen, was nützt uns die große Lastleistung? Wir brauchen nicht schneller zu schlippen als jetzt, deswegen ist das Getriebe auf die langsamen Gang geschaltet. Dies ist die normale, von Hause aus vorhandene Sicherung und ich habe eine zusätzliche Schraube angebracht, die hier zu sehen ist und die sorgt dafür, dass keiner ohne Werkzeug kann das nicht ändern. Was passiert denn im Getriebe, wenn sich die Schräubchen löst? Denn kommt zwischen den 2 Gänge kommt dann die Schaltung. Das heißt, ich schalte den Gang raus und den neuen noch nicht rein. Das heißt, dann ist die Trommel ohne Verbindung mit dem Motor und deswegen kann die Last nicht mehr gehalten werden. Die Bremse sitzt auf der Achse des Motors. Die Bremse nützt dann auch nichts mehr. Und deswegen ist diese Sicherheitsschraube nicht ganz unwichtig. Denn es hat schon einer gemacht, während des Slippens hat er umgeschaltet. Das sauste alles runter, es war Gottlob nichts passiert. Aber das hat uns zu denken gegeben. Und dann ist die Schraube reingekommen. Das ist die Bremsscheibe. Und das sind die beiden Backen, die dagegen drücken. Das sind die Backen. Die halten die Bremsscheibe fest. Die Backen. Die Feder sorgt dafür, dass die Backen festgespannt werden. Und die halten die ganze Last fest. Es
deswegen darf an diesen Sachen nichts geändert werden. Und was ist das für ein Zylinder? Das ist der Motordrücker. Der Motordrücker? Das ist der automatische Motordrücker, der immer die Bremse festhält, automatisch, wenn kein Strom da ist. Wenn er Strom kriegt, geht er auf und macht die Bremse lose. So funktioniert der Motordrücker. Eine veraltete Technik, sie ist nach wie vor angewendet. In den meisten Fällen, wo ein Schleifringläufer eingesetzt ist, sitzt er im Kranbetrieb und funktioniert. Und muss dauernd funktionieren und sehr hoch beansprucht werden können. Also er ist die robusteste Maschine, die wir haben, die wir in der Praxis haben. Und die funktioniert natürlich auch, Gott sei Dank. Diese Drehmomentstütze ist fest am Getriebe und fest an dem, hier oben fest am Getriebe und unten fest an dem, an unserem, wie kann man es nennen, am Fundament des gesamten, ganzen Winde. Hier unten, da ist es festgeschweißt. Das heißt, das ganze Drehmoment, das heißt, das Getriebe will hochschleudern. Wenn ich den Bolzen hier rausziehe, dann ist keine Verbindung mehr, dann würde sofort der Draht durch den Zug der Winde das Ganze hochschleudern. Wäre also eine sehr gefährliche Situation. Also es ist zuverlässig, eine zuverlässige Technik. Zuverlässige Winde, sie wird wahrscheinlich den Seglerverein überleben, denn sie ist sehr verschleißfest. Das dadurch, dass der Motor die dritte Leistung hat und runtergesetzt wurde, ist die Beanspruchung aller Teile auf ein Drittel herabgesetzt. Das heißt, Lebensdauer, die wird mindestens dreimal so lang sein. Und das ist natürlich für uns eine sehr gute Sache, denn man möchte morgen auch noch sicher slippen. Es ist natürlich sehr wichtig, dass die Sachen alle in Ordnung sind, Ordnung gehalten werden. Die Bremse darf nicht verschmiert sein, die muss gewaschen werden. Und diese Wartungsarbeiten müssen sorgfältig gemacht werden. Und wenn ich das nicht mehr machen kann, dann macht das mein Sohn Lothar. Das ist die Schlappseilsicherung. Wenn der Draht schlapp wird oder lose liegt, dann staucht er sich. Und dann kommt er an diesen Hebel und dann ist die Kraft sofort weg. Der Motor schaltet automatisch ab. Das ist auch sehr wichtig. Sehr wichtig ist auch, dass die Seilführung außerhalb der Winde einmal der Klappläufer. Der Klappläufer, der sorgt dafür, dass es langsamer geht um die Hälfte und gleichzeitig, dass die Kraft doppelt so stark wird. Das heißt, ich kann mit Hilfe des Klappläufers 3 Tonnen Zug erreichen, während sonst immer nur 1,5 Tonnen Zug hier maximal ist. Der Bock steht außerhalb der Winde und sorgt dafür, dass der Draht immer sauber aufgespürt wird. Da auf diese, kannst mal da den Bock hier beleuchten. Zeige ich gleich hier. Das Drahtseil besteht aus vielen kleinen Drähten. Und diese Drähte, die können brechen. Die werden bei, wenn sie um die Rolle gehen oder egal wo sie rumgehen, bricht ein Draht manchmal raus. Und im Laufe der Zeit wird es mehr. Der Draht ist noch 2 Jahre erst alt, der ist tadellos und neu. Da sind noch keine Ausbrüche sichtbar. Nicht? Und der Draht wird hier bei uns auch nicht überbeansprucht, sondern normal beansprucht, dann lebt er auch lange. An sich, Durchmesser zum Quadrat ist die Last für ein Draht. Durchmesser ist hier 13. 13 mal 13, das wäre 1,69. Das heißt, grob kann er 1,7 Tonnen Zug vertragen. Das heißt, für einen praktischen Gebrauch 1,5 Tonnen, 1,5 Tonnen. Der Schlippwagen hat 10%. Das heißt, ein Zehntel des Gewichtes, das kriegt der Draht sowieso nur. Und wenn wir den Schlippwagen rechnen mit 2 Tonnen und das Boot mit 6, sind das erst 8 Tonnen. Und 8 Tonnen durch 10, das wären erst 1 Tonne. Also 1 Tonne Zug mehr kommt auf keinen Fall rauf. Die größte Last, die wir haben, ist unser Schlängel. Der wiegt es schwerer. Das ist eigentlich unsere Prüflast, der Schlängel. Wenn der Schlängel mit Sicherheit hochgekommen ist, dann ist die Winde eigentlich einwandfrei geprüft gleichzeitig. Und das schadet auch nichts, dass nur ein
Und wenn der Schlängel runtersausen würde, ist das nicht so schlimm, als wenn ein Schiff runterfällt. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ganz praktisch bei uns, dass wir über unsere Belastung nicht hinauskommen brauchen. Und es ist nicht schlimmer, als wenn Anlagen immer gerade an der Grenze sind. Das wird meist bei neuen Anlagen gemacht und ist falsch. Es ist deswegen falsch, weil wir ja nie wissen, wer die Grenze festsetzt und wie weit die Grenze überschritten wird. Und das ist auch nicht nötig. Es braucht nicht sein, dass eine Sache so ausgelegt wird, dass sie immer an der Grenze ist. Und ich will das auch gar nicht haben. Denn dann brechen die Drähte auch leichter aus und alles. Und dann quietscht die Rolle und all so schöne Sachen. Das braucht alles nicht sein. Und was wollte ich noch sagen? Ja, da draußen steht der Bob, der genau in der Mitte sitzt von der Trommel. Und der hat den Vorteil, dass der Draht so geführt wird, dass der Draht dafür sorgt, dass er nicht bei der Trommel sauber gespult wird. Und deswegen ist er so geordnet, dass hier Rollen sind, zwei Unterrollen und zwei an der Seite. Mhm. Die sorgen dafür, dass der Draht sauber geführt bleibt und dann spielt es keine Rolle, ob der von dann ab hinter dem Bock nach links oder rechts ausweicht. Denn er sorgt dafür, dass er von hier ab in der Mitte bleibt. Und dann ist gewährleistet, dass die Trommel nicht überläuft, der Draht nicht überläuft. Denn wenn der Draht überläuft, das machen nicht Laien, dann geht das schnell kaputt. Kannst du den bitte mal zeigen? Ja, den steht hier vorn, habe ich hier rausgeholt. Dieser Bock, der sitzt an der obersten Kante vom Schlipp. Von dann ab geht es 10% Gefälle. Das heißt, der Draht, unser Schlippdraht, liegt auf dieser langen Walze auf. Und seitlich sind die beiden Messingrollen, die dafür sorgen, dass der Draht nicht runter kann. Und dieser Bock ist äußerst wichtig, damit der Draht nicht am Boden scheuert. Denn Scheuern eines Drahtes auf dem Boden bedeutet, dass der Draht kaputt geht. Und deswegen ist dieser Bock genauso nötig als der andere. Dann musst du Getriebe auf Mittelstellung schalten, Seiltrommel ohne Antrieb, Bremsscheibe reinigen, Bremsgestänge an allen Lagerstellen ölen, elektrische Bremslüfter mehrfach betätigen, Gesamthub 20 mm, davon Sicherheitshub 5 mm. Bremsbeläge auf Abnutzung prüfen. Federvorspannung prüfen. Soll 290 mm. Dann kommt mit loser Seiltrommel im Winnenhaus und an der Außenbedienung alle Schaltstellungen mehrfach durchfahren. Nach Erfolg der Prüfung Seiltrommel wieder am Schaltknopf befestigen. Getriebe ist jetzt auf Langsamgang. Schlappseilsicherung prüfen, das ist diese hier. Innen und außen prüfen. Dann kommt 7 fahrbarer Seilschlitten. Das ist der fahrbare Seilschlitten. Funktion prüfen, Fehlstellen feststellen, Lagerstellen ölen. So, und dann, ich habe dir nicht erzählt, dass die Winde nicht nur von hier bedient werden kann, von diesen Stellungen, sondern dass man eine Innenstellung hat und eine Außenstellung. Jetzt ist Außenstellung geschaltet, jetzt geht das nur außen und jetzt geht das nur innen. So, jetzt geht das nur innen und jetzt und jedes Mal, wenn man jetzt den Raum verlässt, ist dafür zu sorgen, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist und die Schalter auf Null stehen. Und jetzt ist nur der zweite Bedienungskasten, der ist jetzt aktiv und mit dem wird jetzt gefahren. Und das ist notwendig, damit der Bedienende den Schlippvorgang besser übersehen kann. Von hier aus ist das beinahe überhaupt nicht möglich. Und deswegen haben wir den zweiten Kasten angebracht. Da hatten wir auch schon mal Ärger. Das Kabel war verletzt. Das eingegrabene Kabel war verletzt. Und das mussten wir, hat großen Ärger gegeben. Wir hatten beim Schlippen viermal Sicherung ausgewechselt.
Das war sehr ärgerlich, denn beim Schlitten darf nichts passieren. Wenn die Sicherung rausfällt, dann ist zwar die Bremse gesichert, denn die Bremse fällt dann immer raus. Die Bremse ist nach wie vor sicher, das Schiff kann nicht runterfallen, aber es hängt dann auf dem Schlippwagen, sehr unangenehm. Und dann muss es rechtzeitig auch abgesichert werden durch Holzbalken und das ist nicht so sehr zuverlässig. Also das Beste ist schon, dass das Schiff ist oben.